Bevor Sie Dateien und Dokumente in Ihrem Data-Memo-Account speichern, sollten Sie Ihre Datenerben bestimmen. Loggen Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort in Ihr Data-Memo-Kundenkonto ein. Es erscheint Ihre Kontoübersicht. Hier sehen Sie die Liste der Unteraccounts. Sie erkennen jederzeit, wie viele Details Sie bereits hinterlegt und gesichert haben und welche Dienste noch für Sie verfügbar sind. Klicken Sie jetzt in der Übersicht Ihres Kundenaccounts auf Daten erben. Benennen Sie hier die Personen, denen Sie die Informationen und Dokumente, die Sie in Ihrem Data-Memo-Account speichern werden, hinterlassen möchten. Geben Sie dazu in der unteren Maske den Namen und die Mailadresse ein. Sie können jedem Datenerben eine individuelle Nachricht verfassen, die im Zuge der Abwicklung verschickt wird. Klicken Sie anschließend auf Erstellen. Alle Angaben können jederzeit aktualisiert werden, indem Sie in der Datenerbenliste bei dem entsprechenden Namen auf Bearbeiten klicken. Nachdem Sie Ihre Datenerben eingetragen haben, können Sie nach Klick auf Kontoübersicht die weiteren Teile Ihres Accounts bearbeiten.